Und hier ist sie wieder, live und in Farbe, aus dem Tide TV Studio in Hamburg, die goldene Gniechel Show. Heute mit dem Lübecker Singer-Songwriter Jörg Müller-Lornsen, der damals als Schlagzeuger seine Band auch mal ohne sich spielen ließ. Und ja, hier ist er auch schon wieder. Der Mann, der dort wohnt, wo sich Hund und Schnecke gute Nacht sagen. Begrüßen Sie mit uns den goldenen Gniechel. Applaus! Eingeschaltet habt zu einer neuen aufregenden Folge der Goldenen Gniechel Show. Heute ein unser Star für Baku-Teilnehmer Jörg Müller-Lornsen heute bei uns zu Gast. Yeah. Und als erstes natürlich wie jede Woche das Gniechelbild. Ja. Oh, das Gniechelbild. Unser heutiges Gniechelbild wird auch wie immer im Interview des Künstlers nachher aufgelöst. Ihr könnt zu Hause mitraten, aber nur hier. Als Zuschauer könnt ihr was gewinnen. Ja, wir sehen da etwas, was ruft, löscht mich. Ja, aber zuerst wollen wir natürlich unseren Kurzfilm sehen. Wie versprochen, der dritte und letzte Teil von dem Musical, was unser Max hier als Lord Abaddon geschrieben hat. Er möchte natürlich, dass die Leute sich unterwerfen. Der Lord, der, ne? Und wenn ihr die Folge verpasst habt, guckt sie doch im Internet. Da könnt ihr sie auf jeden Fall noch finden. Die ersten beiden Teile vom Musical. Ja. Evil Overlord. Evil Overlord. Ich will mal Overlord sagen, logischerweise. Aber es heißt Overlord. Ne? Der, ja. Den du spielst. Ja. Und ja, wir gucken einfach mal rein. Dritter Teil, kündige du an. Ich würde mal sagen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, viel Spaß und Mats ab. Herzlich willkommen zurück, oh du mein geliebtes Publikum. In der letzten Episode haben sich unser tapferer Held Marty und der gefürchtete Lord Abaddon einen geradezu epischen Kampf geliefert, an dessen Ende Marty vom Imperator zu Boden geworfen wurde. Wird er aufgeben und sich Lord Abaddon anschließen? Bleibt dran und seid gespannt, denn es geht weiter. Unterwerf dich, Abaddon! Was sagst du? Ich habe noch nie so eine derartige Epicness erlebt. Wenn ich mich dir unterwerfe, was geschieht dann mit mir? Dann wirst du an meiner Seite stehen, wenn die Weltherrschaft mein ist. Und was springt dabei für mich heraus? Alles, was dein Herz begehrt. Alles, was mein Herz begehrt? Das klingt schon ziemlich geil. Das heißt nicht geil, es heißt imperial. Imperial. Ja, imperial. Ich habe mich entschieden, mein Wille, der steht fest. Für meinen Seelenfrieden scheiß ich auf den Rest. Ich unterwerf mich dir, mein Leben gehört dir für immer da. Mein Leben gehört Abaddon, denn er liebt mich so sehr. Ja, jetzt dien ich Lord Abaddon, ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Dein Leben gehört mir, mein Sohn, das ist doch nicht so schwer. Ja, jetzt dienst du Lord Abaddon, ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Wir haben verloren, Erfolg des Lordes Marsch. Ich hasse Diktatoren, alles ist im Arsch. Warum nur folgt er ihm? Warum nur dient er ihm? Ich hasse ihn! Ein Leben mit Lord Abaddon, das wird imperial. Ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Ja, jetzt dienst du Lord Abaddon. Dein Leben gehört Abaddon, das ist ja so genial. Ja, jetzt dien ich Lord Abaddon. Ja, jetzt dient er Lord Abaddon. Hört mich an, ihr Menschen, hört mich von jedem Ort. Weil über alle Grenzen wisst ihr, wem ihr dienen sollt. Ja, ihr folgt eurem Lord und preist ihm immer kurz. Und er liebt euch. Ja, ich bin Lord Abaddon, drum unterwerft euch mir. Ihr dient bald Lord Abaddon, ihr dient bald Lord Abaddon. Alle Menschen werden mein, das schwör ich heute und hier. So war's und so wird's immer sein. Ja, so wird es immer sein. Tage an für das Imperium und ich schwör von Anfang an, dass wirklich irgendwann. Hilf mir, Lord, was ist eigentlich mein Titel? Du wirst Minister für kulturelle Vielfalt und Urheberrechtsschutz. Cool! Ich trau den Augen kaum, ich fühl mich wie im Traum. Macht ab!
allen Menschen dieser Welt. Ihr wissen doch, was euch gefällt. Ein Leben voller Spaß und Glück. Doch Achtung, es gibt kein Zurück. Egal ob Mann oder Frau, ob Kind, beeilt euch und kommt her geschwind. Denn dann dient ihr Lord Abaddon. Denn dann dient ihr Lord Abaddon. Habt ihr Kummer oder Not, sucht ihr des Lebens Sinn? Dann unterwerft euch Abaddon. Dann unterwerft euch Abaddon. YouTube wird bei mir gehören und dann die ganze Welt. Wir singen Heil Lord Abaddon. Wir singen Heil Lord Abaddon. Wir singen Heil Lord Abaddon. Halt, 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 halt. Dranbleiben. Es geht weiter. Hey Mädels, tanzt mit. Nein, nein, mein Lord. Wir tanzen nicht. Sehr, sehr geil. Oh ja. Voll cool. Ja. Aber du hast ja schon jetzt einen Nachfolger oder einen Nachfolger? Ja, der Erfolg war so gewaltig von dem Ganzen. Das Ding hat insgesamt bisher schon über 600.000 Aufrufe. Wir werden noch ein weiteres Musical machen. Es wird größer und besser und schöner und professioneller und wer weiß, vielleicht imperialer. Dankeschön. Und wer weiß, vielleicht bist du ja auch mit. Es wäre mir eine Ehre, muss ich auf jeden Fall sagen. Ist das so? Ja, ja, also wirklich, das ist echt ein Ding. Und übrigens, das hat mir nicht tatsächlich einer hier im Futzkissen hingelegt, ja? Das, ich weiß nicht. Ich komme hier hin, ja, nee, ist klar. Okay, aber unser heutigen Gast, nee, Moment, erstmal hier, ne, Bewerbung und so, ne, wenn ihr euch bewerben wollt, ne, schreibt uns doch eine E-Mail, egal mit was, mit Auftreten hier oder mit irgendwas anderes, wenn ihr Filme habt, bewerbung@gnicheshow.de, E-Mail, genau. Ja, und wenn ihr hier live in die Show mitkommen wollt und auch mal hier im Publikum sitzen möchtet, dann schreibt eine E-Mail an reservierung@gnicheshow.de. So, aber jetzt zu unserem Gast heute. Und zwar haben wir unseren Star aus Baku-Teilnehmer, Marc Müller-Lonze. Oder ist doch richtig, du hast da teilgenommen. Ja, aber ich bin Jörg, also nicht Marc. Was habe ich gesagt? Marc? Wieso habe ich denn Marc gesagt? Ich weiß doch, dass du Jörg heißt. Ach, deswegen hast du so verstanden. Jörg Müller-Lonzen. So, jetzt habe ich dich. Ja, Entschuldigung. Ich bin Sprechtolpatsch. Da passiert sowas. Anerkannter Sprechtolpatsch. Ist das so? Okay, unser Star für Baku. Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht verfolgt dieses Jahr. Der wievielte Teilnehmer bist du geworden? Oder am Schluss? So? Auf welchem Platz warst du? Also kann man das sagen? Ja, schon. Ja? Also ich war in dieser Show, gehörte zu den besten 20, wurde von Thomas See dort ausgewählt. Das war so ein Abgesandter von Stefan Raab. Stefan Raab hat das ja sonst immer gemacht. Genau, das weiß ich doch. Das hast du vielleicht noch gesehen. Ja, Thomas See hat das dann für ihn übernommen und hat sich alle möglichen Künstler der Bundesrepublik angeguckt. Und ich gehörte zu den besten 20, habe mich auch gefreut, war schön. War dann in der einen Show im Januar jetzt, diesen Jahres. Und das war auch mal aber meine letzte Show. Die erste und die letzte Show. Also ich bin nicht weitergekommen. Ja, aber hallo, okay. Da erstmal reinzukommen. Das ist ja wohl Hammer. Das hätte schon mal Applaus verdient. Das will ich aber auch sagen. Also das finde ich wirklich. Es bewerben sich ja wirklich sehr, sehr viele. Und da überhaupt reinzukommen. Ne? Aber es ist ja egal, ob du jetzt da warst oder nicht. Du bist ja du. Mhm. Und du machst richtig, ich habe dich schon singen hören, du hast wirklich eine richtige Hammerstimme. Es ist eigentlich ein Wunder, dass du nicht weitergekommen bist. Wer will eigentlich zu Eurovision, wenn man in die Gnicheshow kann, nicht wahr? Stimmt. Du bist eigentlich Schlagzeuger gewesen, ne? Oder bist du immer noch? Ja, ich bin immer natürlich noch. Du bist also Schlagzeuger? Ja. Komm, als Schlagzeuger zum Gesang. Obwohl Hollywood hier, unser Schlagzeuger, der singt auch so ein bisschen so. Mit Gitarre und so kann der auch. Aber kommen wir zu dir. Du kommst dann auch nochmal. Du kommst bei mir rein, wie ist das denn? Raun im Publikum. Jörg, nicht Marc. Erzähl mal, wieso Schlagzeug und wieso dann Gesang? Ja, das war immer, das ging immer Hand in Hand, würde ich sagen. Also ich mache schon seitdem ich ein kleines Camp in Musik. Und es ging los mit dem Rhythmus. Dann bin ich über den Rhythmus irgendwie nachher zur Stimme gekommen. Also ich habe immer schon ein bisschen gesungen. Und irgendwann hat man seine Stimme so entdeckt. Das war so ein Prozess.
da hört man sich ab. Das ist, ich weiß nicht, es ist seltsam. Also wenn, wie soll ich das beschreiben? Also man singt die ganze Zeit, ja, aber irgendwann hört man sich richtig zu. Irgendwann hört man sich dann. Oh, ist ja gar nicht so schlecht. Ja, ich habe das herausgekriegt, weil ich, ja, so, als ich noch ein Teenie war, immer wieder mich aufgenommen habe und mir das angehört habe, abgespult habe, immer wieder dran gearbeitet. Du hast so viel Soul in der Stimme auch. Ja, auch, ne, beim Sprechen, ne? Er spricht schon die ganze Zeit mit diesem Imperial. Wir wollen das gleich mal testen in einem kleinen Spiel. Ja, ja. Wir wollen ein Spiel, ein Singspiel. Wir haben das damals schon mal mit Katrin Wolf gemacht. Wir wollen es aber ein bisschen anders mal ausweiten. So, dann mal den ganzen Zettel hier. So, das Publikum muss mitmachen. Nein, nicht mitsingen, keine Angst. Ich brauche Wörter von euch. Brauche ich denn meine Eddingse? Jetzt sind die hier alle abhanden gekommen. Jetzt haben... Ach, hier, hier ist einer. Okay. Das Rot ist doof. Blau. Blau ist besser. So, ich brauche mal ein paar Wörter aus dem Publikum. Was fällt euch so ein? Wörter. Zack, los. Hackfleisch. Hackfleisch, danke. Hackfleisch nehmen wir. Hackfleisch. Wir brauchen noch mehr. Ihr könnt schon mal nachdenken. Delfin. Bitte? Delfin. 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 Zack, zack, weiter. Zack, weiter. Bitte? Besenstiel. Besenstiel. Weiter. Besen. Melone. Melone. Imperial. Imperial. Melone. Schau mal, Stiel wird mit IE geschrieben. So, was war Imperial. Das? Imperial. Weiter geht's. Das ist ein Verb, das ist ein Adjektiv, ne? Das macht er nicht. Imperial. Ja. Pfannengyros. 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 Fast schon Gericht zu sehen. Der ist ja Sachen. Wasserbombe. Wasserbombe. Nehmen wir. So, noch eins. Rettungsschirm. Bitte? Hornhaut. 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 Popoklatschen. Was, wer das gesagt? Wer hat das gemacht, vor allen Dingen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, was hattest du? Rettungsschirm? Rettungsschirm. So, eins noch. Knichelshow. Was ist das denn für ein Wort? Kenn ich nicht. So, und jetzt brauchen wir noch einen Ort. Wo geht man so hin? Toilette. Witzig, das hatten wir bei dem Singspiel mit Katrin Wolf letztes Mal auch. Lass uns mal was anderes sehen. Wo geht man so hin? Wo möchte man hin als Mann? Wo möchte man so hin? Dönerbude. 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 Okay, das ist jetzt das Hauptwort. Darum geht es jetzt. Fandas, geh mal bitte hier in die Mitte. Stell dich mal bitte rein. Das hier muss so sein. Von, ja, das muss so sein. Warte mal, ich muss mal einmal ein bisschen... Das ist ein anderer Song von uns. Der heißt Schnupf. Das ist kein Witz. Den treten wir wirklich bald auf mit der Band. Auch im H1 sehen wir uns bald live. Kommt vorbei. So, du kriegst die Aufgabe. Wir machen das jetzt heute mal ohne Strafe. Weil wir machen jetzt einfach mal so just for fun dieses Spiel. Haben wir letztes Mal auch gemacht. So, wir spielen jetzt so, dass ich der Teufel bin und du das Engelchen, weil du hast so eine schöne Engelstimme. Wunderbar. Und gib dir deswegen mal das blaue Engelsmikro und ich krieg das rote. Und jetzt gehen wir mal an die Seite von Zanders, einer links, einer rechts. Mhm. Und wir versuchen ihn zu überreden, in eine Dönerbude zu gehen. Okay. Und jedes Mal, wenn einer dran ist, muss er diese Wörter, die Max dann hochhält, einbauen in dieses Geschehen. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Stell dich doch mal bitte an die Seite von Zanders da. So, wir müssen natürlich die Zettel sehen. Max, du musst natürlich die Dinger lange hochhalten, damit auch die Kameras das einfangen können. Und wir müssen dann mit der 1 machen wir das, ne? Mit der 1, oder? In die 1 wird das eingefangen. Okay, ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Wir haben das nicht geprobt und die Band muss jetzt so einen Song spielen. Habe ich Ihnen auch gerade 5 Minuten vor der Show gesagt. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, ich habe schon wieder fast vergessen. Also, wir müssen ihn du musst ihn überreden in der Dönerbude. Ich sage, es ist gut, in eine Dönerbude zu gehen. Und du sagst, du bist das Engelchen und sagst, nein, geh da nicht hin. Dönerbuden sind schlimm. Warum ist denn und der so, Engel, ne, dagegen? Ich finde dafür, dass der Engel dafür ist. Der Teufel ist dagegen. Dönerbuden. Ja, aber der Döner. Der Döner ist doch so ein himmlisches Gericht. Ja, aber der Teufel. Nee, nein, wir machen das jetzt so. Also, der Döner ist ein himmlisches Gericht, aber du willst nicht, dass er in eine Dönerbude, weil er so scharf und feurig ist, der Alles Döner. Klar. Weißt du, wie in der Hölle. Okay. Deswegen, okay. Ja. Makes sense. Halt mal das erste Wort hoch und du legst los. Ich sag dir, Sanders, ich weiß, wo es schönes Pfannengyros gibt in der Dönerbude. Geh da doch hin und iss es sehr scharf. Es ist so schön höllisch scharf. Imperial.
Areal. Mach es nicht imperial, ist die Stimme, die zu dir spricht. Imperial, imperial ist das Gedicht, was du brauchst, ja. Ich sagte, geh da jetzt hin, oder ich werd dich bombardieren. Mit deiner Wasserbombe werd ich dich so richtig nass machen. Glaub es mir. Hackfleisch tut dir nicht gut. Es setzt sich ab in deinem Blut. Hackfleisch, ich weiß, wovon ich sprech. Es wird dich umbringen, lass es sein. Oh. Nein, ich sage dir, Fandas. Ich sage dir, geh dahin. Sonst verpasse ich dir Leben lang unabreibbare Hornhaut. Ich bin dein Rettungsschirm in der größten Not. Hör zu, ich bin dein Rettungsschirm. Komm zu mir in deiner Not, yeah. Ich verpass dir Engel gleich Eis auf seine Melone. Und ich sag dir, wenn du da nicht hingehst, wär das nicht ohne. Ich hab hier um die Ecke ein Delfin geparkt. Das komm ist mit schwul. Mir mit, wir werden woanders hin. Weg von der Dönerbude, weg von diesem Scheiß, weg davon. Hey, ich weiß, weiß. Sanders, ich hole gleich meinen Besenstiel und darauf steck ich einen überdimensionalen Döner drauf. Und der ist gut, sag ich dir. Hier in dieser Knichelshow ist alles gut so. Wenn du bei mir bist, wenn ich zu dir sprech, komm, vergiss das. Lass uns lieber hierhin, weg von dieser schönen Bude. Jörg Möller-Loth. Jetzt würde mich interessieren, wie hat er sich denn entschieden? Ich gehe nicht in die Dönerbude. Gleich werde ich das noch richtig sehen. Ja, hat Spaß gemacht. Oh, toll, jetzt bin ich aufs Furzkissen getreten. Er hat sich übrigens entschieden, er geht nicht in die Dönerbude. Ach so, oh, dann hast du ja gewonnen eigentlich. Okay, Sanders geht nicht in eine Dönerbude. So, aber... Ja. Ich. Aber du. Tschüss. Ja. Nein, Moment, jetzt oder nicht. Du hast studiert in Kiel, ne? Ich studiere noch. Danke. Du studierst noch. Was studierst du denn? Pädagogik studiere ich da. Pädagogik? Mhm. Dann gucken wir mal, ob das pädagogisch wertvoll ist. Und zwar da werden unser sich die Kinder aber freuen. Wir werden jetzt gucken. Oh yeah. Okay, wollen wir mal gucken, ob das pädagogisch wertvoll ist. Unser nächstes Knichelbild. Oh, das Knichelbild. Welches wir jetzt auflösen. Und wer hat eine Antwort? Oh, da gibt es eine Meldung aus dem Publikum. Na, da bin ich ja gespannt. Feuerlöscher. Feuerlöscher? Okay, ja, er möchte einen Feuerlöscher gerne haben. Nicht ganz. Hat jemand eine andere Idee? Stimmt nicht. Also, was ist denn das für ein Buchstabe? Moment, such mal hier. Was ist denn das für ein Buchstabe? Ich würde sagen ein L. Ein L, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und was tut dieses L? Es brennt. Es ist also ziemlich... Das feurig oder, also, verbrannt? Nee, es ist sehr, ja, wollen wir mal sagen, wie ist es denn, dieses L? Es ist sehr heiß. Ja, oh, richtig. Es ist ja, oh, du hast eine Antwort. Achso, ich brauche gar nicht zu dir kommen. Ja? Brenzlig, oder? Brenzlig, nein. Es ist ein L. Lass mal das L schon mal stehen. Es ist sehr heiß. Ich sag mal, es ist, ihr müsst Englisch denken. Ja? Ja? Ja, ihr müsst Englisch Hotel. Denken. Oh, oh, hier, Hotel, richtig. Hotel, es ist ein Hotel. Oh, Entschuldigung. Ruf aus dem Publikum, Hotel ist das.
So, hallo, was ist denn hier? Ich möchte sagen, es ist jemand drauf gekommen, ja? Ihr vielleicht zu Hause auch. Zu Hause dachten die Leute alle, oh, warum kommen die nicht auf Hot L? Verdammt. Ich habe einen Preis für dich, ein Furzkissen. Ein Furzkissen, bitte. Applaus. So. Bin ich das auch los? Kann man richtig schön mal ausrumpeln bei der Show. Ja, dafür ist die Show da, eigentlich. Deswegen haben wir diese Show gegründet, um mal hier auszurümpeln. Das erklärt einiges. Jörg, warum studierst du Pädagogik? Weil man doch so gut singen kann. Ja. Willst du nicht Berufsmusiker werden? Ja, das wäre toll. Oder Musikpädagoge. Das wäre toll, eine Musikpädagoge. Nee. Du hast zusammen als Kind mit deinem Bruder Musik gemacht. Genau. Ja. Ja, das war... War er zuerst Musiker, oder? Nee, also wir waren gleichzeitig eigentlich Musiker schon. Es ging durch die... Also wir haben mal Rhythmen uns überlegt und so und haben dann irgendwann mal zusammen angefangen, irgendwie auch dazu zu singen so. Und ja, das machen wir schon, seitdem wir klein sind. Macht immer noch zusammen Musik? Wir haben eine Zeit lang Musik gemacht in der Band, genau. Da habe ich als Schlagzeuger funktioniert. Du hast als Schlagzeuger funktioniert und warst da auch in der Nordseeküste und da hast du dich verfahren. Und die Band, die hat dann ohne dich einfach das Programm durchgezogen. Ist das richtig? Ohne den Schlagzeuger? Ja, genau. Ich durfte mir das von außen anschauen. Also du bist dann noch, während die Band spielt, bist du dann noch da gewesen und hast gedacht, oh. Die haben weitergemacht dann einfach. Aber das muss man erstmal durchziehen als Band. Wie heißt die Band? Die hieß so, also Chinese Whisper hieß sie früher. Wie? Chinese Whisper. Genau. Ja, jetzt ohne Schlagzeuger hießen sie Chinese Whisper. Vorher wahrscheinlich nicht. Du hast einen Song geschrieben, den du heute jetzt präsentierst. Der heißt? Auflösen heißt der Song. Okay, aber das hat nichts mit Salzsäure zu tun oder so? Nee, es hat auch nichts mit dem Lösen dieses Rätsels zu tun. Okay. Ich gebe zu, heute war es sehr verworren. Aber diesen Song, den spielst du auf Piano. Genau. Was für ein Schlagzeuger auch mal. Ne? Obwohl unser erster Schlagzeuger, Lars Toschka, der hat auch mal Piano gespielt. Egal, geh doch einfach mal rüber und stell uns diesen Song vor. Sehr gerne. Ne? Dann gehst du schon mal rüber und wir überlegen uns schon mal in der Zeit, wo er an Ollis Piano gehen wird, ein neues Spiel für nächste Woche. Nein. Ja, das wird nichts. Wie, das wird nichts? Ich bin nächste Woche und auch die Woche danach und den ganzen Monat nicht da. Du bist 4 Wochen nicht da? Ja. Was soll das denn? Ich begebe mich auf eine einmonatige Trainingsreise. Aha. Auf dass ich die Mysterien des Lebens ergründe. Okay, aber du musst uns versprechen, dass du uns mit Videos aufrecht erhältst, die wir dir dann hier zeigen. Selbstverständlich, ich mache ein Reisetagebuch und das wirst selbstverständlich hier live in der Goldenen Nickel-Show zu sehen. Die nächsten 4 Wochen seht ihr das dann hier in der Show. So, jetzt hören wir aber erstmal nicht Marc, sondern Jörg Müller-Lornzen mit Auflösen. Woo! An mir vorbei. Ich fange immer wieder von vorne an. Ich gehe so leicht nicht entzwei. Ich kann nichts mehr sehen. Alles ist verschwommen. Will mich nur ein bisschen drehen und überall sein. Fällt mir nicht mehr schwer. Ich will woanders sein. Ich will so vieles mehr. So vieles mehr. Ich löse mich ab in mir. Ich löse mich ganz genau erkennen, oh, wie du lebst und wie du liebst. Ich nehm dich bei der Hand. Ich weiß, wie mir geschieht. Es ist nicht zu spät, es ist
ist nicht zu spät, es ist nicht zu spät. Ich löse mich an. Ich löse mich auf, auch in dir. Ich löse mich auf, ich löse mich auf, ich löse mich auf, ich löse mich auf. Hammerstimme, oder? Oder? Hammerstimme! Ich hab zufällig Bock auf ein Musical. Cooler Song. Jörg Müller Lonsen. So. Schaltet einfach nächste Woche nicht. Du bist, darf ich? Na gut, du darfst, Ali, gerne. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, die Goldene Grieche-Show! Woo! We'll be right back.